Ja, was die Kollegen über meinen heutigen Gast schon alles geschrieben oder gefilmt haben, das können Sie hier sehen oder hier. Ja, und jetzt wird's ernst. Heute bin ich nämlich bei diesem Mann zu Gast. Hallo. Bitteschön. Ja, hallo. Oh, Moment, wir kaufen an der Tür nicht. Ja, aber erkennst du mich nicht? Ich wollte doch zum Interview kommen. Ach, im Winter. Ja. Ach, im Winter. Setz mal deine Brille ab. Richtig, du bist es. Komm rein. Danke. Hab ich mich gefreut. Hol mal einen Lappen für die Schleimspur. Ja, ein Jugendtraum erfüllt sich für mich. Ich bin bei Karl Dall zu Hause, sensationell. Habe aber trotzdem, wie viele Kollegen und Fans, auch ein bisschen Angst, weil er ja so ein loses und auch oft verletzendes Mundwerk hat. Ja? Lieber Karl Dall, muss ich Angst haben? Ein bisschen sollte man zumindest Respekt zeigen, gewähren. Auch wenn viele behaupten, ich sei altersmilde geworden, aber ja, die haben sich geschnitten. Ja. Vielleicht ist es ja auch so, dass Karl Dall zu Hause gar nicht so ein loses Mundwerk hat und die Leute nicht so anpöbelt, sondern ein ganz normaler, netter Kerl ist. Ja, man muss auch mal einfach mal ganz normal sein. Ja. Das mache ich ja auch nur für eine gewisse Gage, dass ich die Leute beschimpfe und anpöbel. Ja. Und da ich auch hier dieses Gespräch ist, auch eine ziemliche Nullnummer, was soll ich da jetzt noch rumpöbeln, du Arsch? Es heißt ja immer, die Komiker, bist du ein Komiker? Ich weiß es nicht, wenn mich einer so nennt, bin ich ganz stolz drauf, aber ich bin kein Stand-up-Comedian, oder wie man so schön sagt. Ach, nicht? Nee, das ist also, da früher gab es dann nur ein paar. Ja. Das waren Heinz Erhardt, Peter Frankenfeld und ich. Ja. Und wenn einer sagte, das ist ein Komiker, dann war man stolz, denn diesen Titel verleiht man sich nicht selbst, sondern das machen andere. Das Feuilleton, zum Beispiel der Chef von der Zeit. Es gibt so Leute, die sagen, jetzt mal ernsthaft geantwortet, der ist ja eigentlich ist er ganz nett, wenn er nicht so fies wäre. Ja, ja, genau. Die ältere Leute, die gerne verdrängen, die mögen mich noch, weil sich mein Gesicht haben merken können über die Jahrzehnte hinweg. Und dann, die mögen mich. Hat das Gesicht mit der Berufswahl zu tun? Dein Bruder könnte ist ja irgendwie Professor. Sein, dass mir mein Aussehen, mein Beruf geebnet hat. Mhm. Denn ich war immer schon ungewollt der Klassenkasper in der Schule, seitdem ich denken kann. Erste, zweite, dritte Klasse, ich war immer auffällig. Und dann habe ich das irgendwann zur Kunstform entwickelt, weil es hat keinen Sinn, wenn ich aufgestanden bin und habe irgendeine Frage gestellt in der Schule dem Lehrer. Dann hat er sich geärgert und die Klasse hat gelacht. Ich habe das zum Teil ernst gemeint. Es hat sich daraus eine Kunstform entwickelt. Sehr gut, ja, genau. Ich habe irgendwas, was andere nicht haben. Ich bin so ein wirklich so ein, es holen sich sehr viele Leute bei mir einen guten Ratschlag. Ja? Ja. Und die hören auch auf mich. Also ich habe sowas, ich wollte mal ein Buch schreiben, ich, Karl Dall, der Radikalpsychologe. Ja, genau. Das heißt, schneller geht ich habe viel abzusondern und weiterzugeben und möchte auch den Menschen helfen, ja, denen es so gut geht, dass die wieder in ihrem Elend verschwinden. Ja. Ja. Ich bin ein Kind des Glücks. Ja. Ich habe also, keine Probleme damit. Aber Leute, die mit mir am Tisch sitzen, die gehen dann mit Problemen nach Hause. Ja. 70er Jahre, politisch, Revolution, links, das ganze Programm. Ich hatte so den Eindruck, ihr macht, euer Programm war, wir sind deshalb links, weil wir einfach alle Konventionen auf der Bühne zerhauen. Das war eure Methode. Man hatte uns praktisch übel genommen. Ich kannte ja noch diese ganzen Leute aus den 68ern persönlich auch noch. Die Kommune 1, Teufel Langhans und auch den sie angeschossen haben, der ist dann noch, lebt nicht mehr. Und der war mit mir in einem Waschsalon und hat uns vorgehalten, wir fingen gerade als Insterburg an, das war so 67, 68 und Rudi Dutschke war das. Und hat mir vorgehalten, dass wir nicht politisch genug sind. Genau, das hätte ich auch vermutet. Da habe ich gesagt, sonst hätten wir nicht den Erfolg, wenn wir jetzt noch politisch wären. Ja. Aber wir haben zum Beispiel auch politische Gedichte gemacht. Ja, ich erinnere mich an einige. Welche? Ja, die Polizistenfrau wird schärfer, sieht sie einen Wasserwerfer zum das Beispiel. Das ist der Klassiker. Das sagt mehr aus als, oder dass keine Frau verwese, geht sie ins Café Käse. Das hat aber nichts mit Politik zu tun, mit Aufreißen. Ja, ja. Wie beherrschst du dich? Hast du nie auf der Bühne mal irgendwie zur Pause den Drang zu sagen, Kinder, was jetzt gerade passiert, ist wirklich scheiße, ich stehe da und da? Dafür bin ich doch zu angepasst. Ja, also du bist kein richtiger Linker mehr sozusagen.
Nein. Warst du jemals einer? Ich und Politik, ja. Ja. Nee, das ist schwierig. Ja. Aber man kann durch Karlauer kann man aber auch politisch sein. Man kann alles kaputt machen. Genau, macht kaputt, was euch kaputt macht. So war es. Ja. Welche Musik, welche klassischen Klänge? Alles, ich höre alles. Ich bin also ein Beethoven-Fan zum Beispiel. Aha. Aber auch genauso höre ich gerne Heino. Ja. Und also ich querbeet mache ich das nicht. Ja, ja. Und ich habe so meine Lieblinge. Manchmal gibt es so ganz simple Lieder, da kommen mir dann die Tränen. Das geht zum Beispiel auch so. Freddie Quinn, Schifft ein weißes Pferd nach Hongkong und so. Das geht schon an die Niere. Ja. Oder wenn man noch zwei hat, dann. Hast du noch beide? Ja. Ach so. Aber ich würde dir keine spenden. Ja, naja, gut, deshalb habe ich mir fast gedacht, ist auch vielleicht ein bisschen viel verlangt. Ja. Ja, denn so gut befreundet sind wir auch wieder nicht. Nee, noch nicht. Geht wohl auch nicht mehr. Nee. Okay, was soll man dann machen? Ja, das war's eigentlich. Ach komm, man muss auch mal irgendwas abhaken im Leben. Ja, ja, das ist einfach Schnitt. Ach, darf ich auch noch? Ja, ach so, ja, bitte. Das war eigentlich ein Applaus für Achim Winter. Ja. Normalerweise frenetischer Beifall. Ich mache auch nur einen. Mehr war nicht drin.